Sie haben eine schöne Mittagspause verleben können. Ich glaube, ganz viele waren draußen. Jetzt sind wir wieder drinnen. Mit dem Thema Bio, Westdeutsch und mittelschichtsorientiert haben wir jetzt hier bis um so eine gute knappe Dreiviertelstunde Zeit, uns zu unterhalten über strukturelle Probleme der Familienpolitik. Als erstes möchte ich Ihnen mein Podium hier vorstellen und ich fange mit Ihnen an. Hildrud Stöcker-Safari, Sie sind Bundesgeschäftsführerin des Verbands Binationaler Familien und Partnerschaften. Sie lebt in Frankfurt und Frankfurt-Main, genau, die etwas weitere Bahnfahrt. Der Verband vertritt bundesweit die Interessen binationaler und zunehmend auch multinationaler Familien und das betrifft uns ja zunehmend, hat doch rund jeder Fünfte bzw. jede Fünfte in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich habe eine Einstiegsfrage für Sie und zwar, wir wollen ja immer sehr gerne Schubladen haben, in die wir alles einordnen können. Und deshalb die Frage, gibt es eigentlich eine Schublade für binationale Menschen? Einfach das einreden. Das wird jetzt gleich an. Achso, das wird gleich an, okay. Gibt es eine Schublade? Also, ich weiß nicht so genau, wie viel Zeit geben Sie mir, um diese Frage irgendwie zu beantworten? Nee, das geht natürlich nicht. Es gibt nicht die Schublade. Genauso wenig, wie es die binationalen oder die eingewanderten Familien gibt. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Konstellationen und sie decken die ganze sozioökonomische Breite ab, die Sie sich vorstellen können. Und von daher gibt es die absolut nicht. Ich meine, okay, gut, es kommt immer so auf bestimmte Konstellationen vielleicht drauf an. Ne? Also die müssen sich den Vorwurf der Scheinehe gefallen lassen. Die müssen, also, dass die halt heiraten wegen der Papiere. Ja, die heiraten auch oftmals wegen der Papiere, müssen auch wegen der Papiere oftmals heiraten. Oder die Zwangsheiraten, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. In früheren Jahren hat man öfter halt gehabt, so, ach, Mädel, hast du keinen Deutschen abgekriegt, so schlecht siehst du gar nicht aus. Oder halt gegenüber Männer, ah toll, exotische Frau, super. Also suchen Sie sich was aus. Und dazwischen gibt es noch viele andere Variationen und Schubladen, in denen man jemanden reinstecken kann. Bis hin zu Internet- oder Katalogbraut oder wie. Oh je, das ist die Büchse der Pandora, die ich hier aufgemacht habe mit meinen Schubladen. Ganz genau, ich habe Sie ja gefragt, wie viel Zeit geben Sie mir? Okay, jetzt haben wir schon mal einen Eindruck gehabt, dass die Schublade binationale Familien keine wirkliche Schublade ist, sondern eher ein riesengroßer Schrank. In der Mitte sitzt Bettina Jarasch, sie ist Mitglied im Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen und auch seit Oktober letzten Jahres Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Und sie ist auch in der Familienpolitischen Kommission, die ja hier diese Konferenz ausrichtet. Und für sie habe ich auch so ein bisschen so eine Schubladenfrage. Und wir wollen nicht immer nur alle in Schubladen einordnen, sondern wir wollen auch immer ganz viel gerecht sein zueinander. Niemand soll ungerecht behandelt werden. Alle sollen das gleich große Stück Kuchen in der Gesellschaft abkriegen. Und deshalb die Frage, sollten denn Menschen mit Kindern immer und auf jeden Fall besondere Unterstützung vom Staat erfahren? Eine Minute? Ja, die Frage ist schwieriger zu beantworten, als man erst denken könnte, weil eigentlich muss man sagen, wir Grüne stempeln schon seit vielen Jahren auf unsere Briefumschläge Kinder in den Mittelpunkt, neben die Briefmarke. Und wir sind hier, um Ergebnisse der Familienkommission zu diskutieren. Also insofern grundsätzlich ja, weil Kinder Zukunft sind, weil es Kinderrechte gibt und zu diesen Kinderrechten eben auch Teilhabechancen gehören. Und ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen, die sehr grün klingen und auch erstmal sehr selbstverständlich. Aber, und das muss man sich auch klar machen, das ist durchaus, das kann auch ein ideologisches Kampffeld sein. Wenn Sie nur an das Verfassungsgerichtsurteil denken von 2001 zum Beispiel, wo es eigentlich hieß, dass es ungerecht ist und den Gleichheitsbehandlungsgrundsatz verletzt, wenn Versicherte mit Kindern die gleichen Beiträge zahlen wie Kinderlose, weil sie ja gleichzeitig, ist ja ein Generationenvertrag, ein Umlagesystem, weil sie ja gleichzeitig die Beitragszahler der Zukunft erziehen und dafür viel Geld ausgeben. Das heißt, es ist ein ganz ernsthafter dieses Urteil ist bis heute nicht eingelöst worden. Und meine Vermutung ist, weil, wenn man diesen ideologischen Kampf verhindern will, es geht ja auch immer um Lebensentwürfe. Und wenn es dann so daherkommt, als wären die mit Kindern irgendwie besser und gesellschaftlich wertvoller als die ohne Kindern, ist das etwas, was niemand will. Das aber auch dazu führt, dass diese Frage nie geklärt worden ist.
Und gut, wir haben jetzt in der Kommission und auch in unserem Wahlprogramm andere Vorschläge gemacht, wie man auch monetär, also auch finanziell, wir reden ja sicher über viele andere Aspekte heute auch noch, aber wie man auch finanziell Gelder direkter zu Familien mit Kindern bringen kann, und zwar egal in welcher Familienform diese Kinder aufwachsen. Aber wie gesagt, es ist auch dahinter steckt auch, dass es da große Empfindlichkeiten geben kann. Der dicke Kuchen und die Büchse der Pandora. Die dritte auf dem Podium ist Anke Domscheit-Berg. Sie ist auch Mitglied der Familienpolitischen Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist Unternehmerin, Publizistin und Aktivistin und kandidiert parteilos für die Linke im Bundestag. Für Sie habe ich auch eine Einstiegsfrage. Da haben wir gleich nochmal eine Schublade. Ich habe echt so ein Schubladenkästchen, habe ich auch zu Hause. Und da kann ich mir dann immer gut vorstellen, wie Sie bestimmt auch alle denken. Also die Schublade, die ich jetzt aufmache, ist die Schublade mit den Alleinerziehenden. Die gelten ja als die ärmste demografische Gruppe Deutschlands. Frau Domscheit-Berg, Sie sind in Premnitz im Havelland geboren und in Müncheberg, Märkisch-Oderland, aufgewachsen. Das ist in der ehemaligen DDR. Wie war es denn damals in der DDR um die Alleinerziehenden bestellt? Waren die auch die Allerärmsten? Würde ich nicht so verallgemeinern. Also erstmal war ja zum Zeitpunkt der Wende waren 91% der Frauen erwerbstätig. Das waren also fast alle. Und dazu zählten die sehr zahlreich vorhandenen Alleinerziehenden oder ohne Trauschein, muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden, zählten da ja auch mit dazu. Und es gab Mechanismen, die es im Osten sehr viel leichter gemacht haben, selbst wenn man alleinerziehend war, überleben zu können. Da gab es natürlich auch hier und da Väter, die keinen Unterhalt gezahlt haben, aber es gab einen Unterhaltsvorschuss, der damals schon in der DDR bis zum 18. Lebensjahr des Kindes geleistet wurde, ohne zeitliche Begrenzung. Also nicht das maximal 6 Jahre, wie wir es ja die ganze Zeit hatten. Auch nicht nur bis 12, sondern eben bis 18. Und vor allem war es nicht irgendein Regelbetrag, sondern es war genau der Ausfall von dem Betrag, der für diesen spezifischen Vater ausgerechnet worden war. Hat der also viel verdient und hatte einen hohen Titel zu bezahlen, dann hat man als Alleinerziehender auch mehr Geld bekommen. Und dadurch war die finanzielle Situation natürlich schon allein dadurch eine ganz andere für diejenigen, die alleinerziehend waren. Und wenn sie mehrere Kinder hatten, dann gab es auch sehr, sehr viele, es gab Arbeitszeitreduktionen, es gab bezahlte Haushaltstage, einen im Monat, also immerhin 12 zusätzliche Tage, die natürlich auf eine andere Art und Weise auch wieder ein Rollenmodell unterstützen und sagen, wem die Hausarbeit gehört, ne? Weil Männer hatten nur in großen Ausnahmefällen, alleinerziehende Väter zum Beispiel hatten auch einen Haushaltstag, aber es gab Vergünstigungen für Bahnfahrt, Vergünstigungen für Urlaub, es gab sehr, sehr preiswerte Kinderbetreuung, sehr, sehr preiswerte Ferienbetreuung, also alles das, was heute das Leben Alleinerziehenden besonders schwer macht. Dinge, die sie nicht bezahlen können für ihre Kinder, von Nachmittagsbespaßung bis sonst wohin, das war dort in der Tat ein sehr viel kleineres Problem. Wir haben es ja heute Vormittag schon ein bisschen gehört, dass es sich durchaus auch lohnt, mal nach hinten zu schauen und in die Vergangenheit zu gehen. Und bevor wir uns jetzt gleich hier zu viert den strukturellen Problemen der Familienpolitik widmen, hält die Frau Domscheit-Berg einen ganz kurzen Impuls zu der Geschichte ost-westdeutscher Familienpolitik, so rund 5 Minuten. Diese Expertise ist im Rahmen der Kommissionsarbeit entstanden und in die Diskussion eingeflossen. Und wenn Sie möchten, können Sie die auch auf der Böll-Website nochmal nachlesen, in vollständiger Schönheit und Länge. Ah, mit heißer Finger. Ja, der hat sich inzwischen in den Schlaf begeben und ich musste erst mehrere Passwörter wieder eingeben. Das hast du sehr schön überbrückt. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Wer das auf der Webseite finden will, das Papier nennt sich Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland und ihre langfristigen Auswirkungen. Da jetzt also in 5 Minuten ein super Kurzrundumschlag. Eine ganz wichtige Änderung ist in der DDR schon 1950 getätigt worden. Da gab es nämlich ein Gesetz, das sehr klar beschrieben hat, eine Ehe darf eine Frau nicht benachteiligen, und dann noch mal etwas detaillierter ausführt, insbesondere auch nicht, wenn es um das Arbeiten ging. Welche Gründe das alles hatte, darauf kann man in den 5 Minuten jetzt nicht eingehen, das ist vielleicht auch schon ein bisschen bekannt. Aber auch 1950 stand in diesem Gesetz schon drin, dass nicht-eheliche Kinder kein Makel sind, das ist die wörtliche Formulierung im Gesetz, und dass Alleinerziehende volle elterliche Rechte hatten. Und demgegenüber treffen wir für Westdeutschland noch bis 1998 die Amtsvormundschaft für Alleinerziehende, wenn sie den Vater nicht angegeben haben. Bis 1998, das hat die DDR also 1950 schon abgeschafft.
Die Unterhaltsvorauszahlung hatte ich gerade schon erzählt. Das war für ostdeutsche Alleinerziehende eine dramatische Verschlechterung ihrer Lebenssituation, insbesondere ökonomisch. Es ist allgemein bekannt, dass es einen viel höheren Betreuungsgrad gab. Mehr Kinder waren und sind auch heute noch in Fremdbetreuung über längere Zeiten, früher angefangen. Und während man hat sehr viel strukturell unterstützt, man hat also die Vereinbarkeit auf diese Art und Weise erleichtert, während die Tendenz in Westdeutschland hauptsächlich war, materiell zu unterstützen, und zwar dieses klassische Ernährermodell. Da wurden dann Ehegattensplittinge eingeführt und die Mitversicherungen. Es gab seit 1986 erst ein Erziehungsgeld, das aber im Prinzip für alle gleich war. Und erst seit wenigen Jahren haben wir das Elterngeld in der Form wie heute, das sich zumindest am ehemaligen Lohn orientiert. Sehr interessant fand ich, dass man 1990 mal Männer gefragt hat, wie weit sie einer Aussage zustimmen, die wie folgt heißt: Männer und Frauen sollten gleiche Chancen im Berufsleben haben und sich die Hausarbeit halbe-halbe teilen. 1990, also kurz nach dem Mauerfall, haben das 72% der Ossi-Männer okay gefunden, aber nur 46% der Wessi-Männer, und auch heute gibt es da noch große Unterschiede. Jetzt muss man ein bisschen blättern, sonst wären das mehr als 5 Minuten. Was ich sehr bemerkenswert fand, ist das ganze Thema unbezahlte Arbeit. Also ich will nicht behaupten, das war alles total gleich und Geschlechtergerechtigkeit gibt es in keinem Land und gab es auch nirgendwo, auch nicht in der DDR. Aber dennoch gibt es einen Riesenunterschied, nämlich, und der ist heute noch feststellbar. Also das sind jetzt auch spätere Zahlen von, ich glaube, 2014 ungefähr. Wenn eine Westfrau sich mit einem Mann zusammentut, dann hat sie schlagartig 75% mehr Hausarbeit. Bei einer ostdeutschen Frau sind es nur 26% mehr. Das ist zwar auch mehr, aber eben nicht so dramatisch mehr. Und falls man denkt, na, vielleicht arbeiten die generell mehr im Haushalt, solange sie Single sind, haben sie bis auf die Minute genau den gleichen Zeitaufwand für Hausarbeit. Also generell können wir auch heute die Auswirkungen noch sehen. Wir sehen, dass die Erwerbsbeteiligung in Ostdeutschland nennenswert höher ist bei Frauen. Sie arbeiten häufiger, weniger unterbrochen, kürzere Unterbrechungszeiten und längere Wochenstunden. Und das hat ganz dramatische sonstige Auswirkungen. Zum Beispiel, dass der Gehaltsunterschied, den wir ja alle auswendig kennen als 21%, die meiste Zeit war er die letzten Jahre 22, der ist im Osten nur 7%. Und im Westen ist er eigentlich noch 1% höher, nämlich 22. Und das Minimum liegt bei 4% in MacPom, das wäre Europarekord im positiven Sinne. Das führt auch natürlich im Laufe eines Lebens zu unterschiedlichen Rentenniveaus. Wer mehr arbeitet, länger einzahlt, bekommt auch mehr Rente. Die ostdeutschen Frauenrenten liegen bei 800 Euro, die im Westen nur bei 500 Euro. Das Rentengap zwischen Männern und Frauen liegt dann im Osten nur bei 12% und im Westen bei 51%, bei der Kohorte, die 2014 in Rente gegangen ist. Man sieht also, wie sehr langfristig sich sowas auswirkt und wie extrem da die Unterschiede sind. Ich blätter mal wieder ein bisschen und weiß gar nicht, wie viele Minuten das schon waren, aber ich komme mal so ein bisschen zu einem Fazit. Es sind noch sehr, sehr viel mehr Untersuchungen und auch sehr viele Zahlen und Vergleichszahlen aus Vergangenheit und Gegenwart in diesem Papier zu finden. Vielleicht noch eins zum Thema Arbeitszeitmuster. Das korreliert im Westen extrem stark mit dem Vorhandensein von Kindern. Das heißt, man könnte eine Statistik fahren, hat man auch getan und hat geguckt, welche Frau lebt mit einem Mann zusammen und arbeitet Vollzeit. Dann konnte man mit einer fast sicheren Sicherheit sagen, ja, die hat dann keine Kinder. Diese Korrelation gibt es im Osten nicht. Da kann man also von arbeitet Vollzeit, hat ein Mann, nicht schließen, ob sie Kinder hat oder nicht, weil es ungefähr gleich ist. Das hat Auswirkungen, die man erst auf den zweiten Blick sieht, nämlich was das Thema Kinderlosigkeit angeht. Die Kinderlosigkeit über alle Frauen hinweg ist in Westdeutschland doppelt so hoch wie im Osten. Im Osten liegt sie bei 12%, über alle Frauen hinweg, im Westen über 20. Guckt man sich aber hochqualifizierte Frauen an, dann ist es schon noch deutlich höher, da sind wir bei 30% in Westdeutschland. Und viele Frauen in Westdeutschland sind also sehen sich selbst gezwungen, sich entscheiden zu müssen, ob sie einen Beruf haben und zusätzlich Kinder. Während im Ostdeutschland das eher, also die Kinderlosigkeit zwar kleiner ist, die Geburtenziffer, die Anzahl Kinder pro Frau, sich aber fast gar nicht unterscheidet. Die ist marginal hoch, etwas höher im Osten, aber nur hinterm Komma irgendwo. Und das liegt daran, dass in Westdeutschland viele Frauen zwar gar kein Kind kriegen, aber wenn, dann kriegen sie zwei, auch ein zweites oder ein drittes. Und in Ostdeutschland entscheiden sich sehr viele Frauen nur für ein Kind.
Deswegen kommt unterm Strich am Ende durchschnittlich das Gleiche raus. Heute noch, das als Fazit, sehen wir sehr starke strukturelle Unterschiede, immer noch in der Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen, den Rechtsansprüchen. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel gibt es ab Geburt, hat man einen Rechtsanspruch, gibt es natürlich auch eine der höchsten Betreuungsquoten bundesweit oder überhaupt die höchste. Der Alterszugang, die Ganztagsversorgung unterscheidet sich ganz dramatisch. Da hat man teilweise in bayerischen Landkreisen unter 1% Ganztagsplätze. Das ist dann schon, gibt es im Osten nirgendwo. Wir haben kulturelle Unterschiede, wie das Thema soziale Akzeptanz, die Verbreitung des Begriffs Rabenmutter oder seine Anwendung in der Praxis, findet man im Osten eigentlich nur durch eingewanderte Westfrauen. Und die Folgen, die man hat, sind eine immer noch anhaltende hohe Erwerbsneigung im Osten. Mehr arbeiten, länger arbeiten, weniger und kürzere Unterbrechungen und das unabhängig von Familienstand und Kinderexistenz. Eine stärkere Arbeitsteilung mit den Männern, wenn es auch nicht 50-50 sind. Gehaltsunterschied, Rentenunterschied und das Thema Geburtenziffer. Man kann insgesamt sagen, dass der Osten sehr prägend auf die Veränderungen der Familienpolitik auch auf Bundesebene gewirkt haben. Seit 2005 haben wir eigentlich ein Umsteuern in Richtung Ossi-artiger Familienpolitik mit einem Fokus auf Kinderbetreuung, auf Vereinbarkeit. Aber natürlich sind wir noch sehr weit davon entfernt, das Niveau zu erreichen, das es damals für dieses Thema, ja, Mauer doof und so haben wir alles, aber für dieses Thema im Osten damals gab. Danke. Vielen Dank, Anke Domscheit-Berg. Meine erste Frage jetzt nach dieser Expertise geht an Sie, Frau Jarasch. Sie sind ja eine eingewanderte Westfrau. Sind, wenn ich das so richtig verstehe, Sie sind, ich habe den Begriff gleich mal geklaut von Anke Domscheit-Berg, Sie sind in Augsburg geboren, also in Bayern, und leben aber jetzt hier. Wie geht es Ihnen damit? Rabenmutter, ist das etwas, was in Ihrem Leben ab und zu mal auftaucht? Nein, das habe ich nicht gefragt, sind Sie eine Rabenmutter? Ja, doch. Ich kenne den Begriff und es ist ein Thema, tatsächlich. Und damit sind wir auch gleich bei einem Thema, das wir in der Kommission behandelt haben. Ich bin nicht nur berufstätig, sondern sozusagen es ist einer von diesen Jobs, der auch Berufung ist und der einen insofern im Kopf auch abends und nachts oft noch in Anspruch nimmt. Mal ganz abgesehen davon, dass auch unsere Partei ihre Sitzungs- und Gremienzeiten nicht wirklich familienfreundlich gestaltet. Hört. Unser Anspruch ist ein anderer. Scheitern tun wir allerdings auch daran, genau. Also insofern, und ich komme aus einem Bundesland und habe eine Mutter, die zu Hause geblieben ist und ihre drei Kinder. Natürlich sind wir erst mit 3 in den Kindergarten gekommen und sind dann wahrscheinlich oft mittags abgeholt worden. So genau weiß ich das gar nicht mehr, aber schon so schubladenmäßig Westklischee. Und ich gebe zu, dass mich das Thema, es bedrängt mich tatsächlich ab und zu, aber da muss ich jetzt gleich mal an einer Stelle widersprechen. Also ich kenne das kulturell, ich finde es interessant, dass durch diese klare Setzung in den 50er Jahren in der DDR, dass den Frauen wirklich diese Freiheit gegeben hat. Mir war auch vorher nicht bewusst, vor deiner Expertise, dass das mal ein Feld ist, wo tatsächlich der Westen mal was von Ostdeutschland übernommen hat. Sonst ist das ja eher ausgefallen nach der Wiedervereinigung, dass wir so die besten Teile jeweils aus den Verfassungen rausgeklaubt hätten. War ja eine vertane Chance nach der Wiedervereinigung, das so zu machen. Das finde ich interessant und trotzdem würde ich inzwischen sagen, solche Begriffe, die es ja hier in der Debatte auch mal gab, um das Vereinbarkeitsthema ein bisschen zu übertünchen, wie Quality Time und so, die halte ich ins. Ich kenne viele Frauen, die werden stinkwütend, wenn sie das hören, weil das einfach eine Lebenslüge ist. Wenn man wirklich einen anspruchsvollen Beruf hat und arbeitet und ein Kind hat oder mehrere Kinder, dann kommt man an Grenzen. Und zwar auch mit guten Unterstützungssystemen. Und jetzt habe ich das Privileg, in Berlin jetzt zu leben. In Bayern wäre das eh gar nicht zu machen, glaube ich. Also da wäre meine Art von Arbeit nicht zu machen. Außer ich würde alles privat natürlich finanzieren. Jetzt in Berlin geht es, da haben wir praktisch Ostprivileg und das ist super und ich genieße es auch sehr. Und trotzdem stoße ich an Grenzen, wo ich mir selber das Rabenmutter-Thema zuschreibe. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nur darum geht, dass ich kein schlechtes Gewissen deswegen zu haben brauche, weil das gut so ist, dass ich arbeite. Ich tue es ja nicht, tue es aus Überzeugung, aber es bleibt zu wenig Zeit für die Kinder. Und da ist die Tat, ist das, was ihr in der DDR hattet, nämlich dann sogar noch, ich habe die ganze Expertise ja noch gelesen nochmal und fand es spannend, auch mit Wochen Einrichtungen, wo man notfalls bei Schichtarbeit oder so selbst die ganze Woche die Kinder lassen konnte. Das ist super, um die Berufstätigkeit der Frauen zu ermöglichen. Aber für das, was Familie braucht,
ist es grenzwertig. So, und es ist eben auch in meinem Leben grenzwertig. Sie können gerne klatschen, wenn Sie wollen. Und deswegen, oh, jetzt will wieder keiner mehr. Also insofern wollte ich nur sagen, wirklich ganz objektiv, ich zahle einen gewissen Preis dafür, ich sehe meine Kinder zu wenig. Und zwar nach meiner eigenen Einschätzung, die mir jetzt niemand mehr aufoktroyiert, ist das ein Preis, den ich für mein Leben zahle. Und umso froher bin ich darüber, dass wir jetzt als Grüne, es war ja auch bei uns ein langes Thema, ob Frauen mit Kindern in der Gesellschaft ihren Platz haben sollen oder ob man Frauen eher, fast schon früher gab es ideologische Kämpfe, dass man fast schon sagt, keine Kinder bekommen, damit man eben wirtschaftlich unabhängig und frei sein kann und unabhängig vom Mann. Diese Debatten haben wir hinter uns und trotzdem ist es neu für uns, dass wir mit solchen Themen wie Arbeitszeitpolitik und der Frage, wie kann man auch Fürsorge in der Gesellschaft gestalten, natürlich so möglichst, dass sie partnerschaftlich funktioniert und nicht von den Frauen übernommen wird, aber ist es, dass es überhaupt legitimes Anliegen ist, dass es auch Zeit für Fürsorge braucht, ob für Kinder oder Angehörige oder alte Nachbarn, ist jetzt mal ganz egal, aber dass für solche Dinge Zeit ist, dass es eine gesellschaftlich wichtige Arbeit ist, die dann auch aus Steuermitteln durchaus, wenn es solche Phasen gibt, gezahlt werden sollte. Das ist für uns ein neuer Ansatz. Ich bin sehr froh, dass wir uns in die Richtung entwickeln, weil das eine andere Art von Gesellschaft ist. Und das ist etwas, was es dann, glaube ich, auch in der DDR, was nicht so im Fokus war, würde ich jetzt einfach mal behaupten, um mal irgendwie ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen. Ansonsten stimme ich zu, dass wir da sehr viel Wertvolles übernommen haben. Möchten Sie da kurz antworten? Also die Wochenkrippen fand ich auch nicht toll, vor allem nicht, als ich als Kind da mal gewesen bin. Aber ich war 2 Wochen da, da war meine Mutter im Krankenhaus und mein Papa war Leiter eines Landambulatoriums und konnte partout in der Zeit nicht freinehmen, auch weil da Personalmangel war. Dafür war es ein besseres Backup, als gar keins zu haben, aber es war doch ein eher seltenes Phänomen. Also es war jetzt nicht so, dass massenhaft Kinder Wochenkrippen waren und die finde ich auch wirklich blöd. Also die Kinder fanden das nicht gut. Ich glaube auch, dass natürlich eine gewisse Ideologie dahinter stand. Also einmal das klassisch sozialistische, alle Menschen sind gleichberechtigt und gleich wertvoll und Männer und Frauen sollen gleich arbeiten. Aber man hat die natürlich auch als Arbeitskräfte gebraucht. Nichtsdestotrotz haben Frauen, und ich war ja immerhin auch noch arbeitend zu DDR-Zeiten, auch ihren Selbstwert aus ihrer Unabhängigkeit abgeleitet. Und ich habe mal, es ist vielleicht eine ganz kurze Geschichte, mit einer Rechtsanwältin aus West-Berlin gesprochen, die nach Potsdam gezogen ist vor ein paar Jahren. Die war spezialisiert auf das Thema Familienprobleme, / Scheidungen, Unterhalt meistens. Ne? Und sie sagt, sie hat halt ihre 25 Berufsjahre quasi komplett in die Tonne treten können durch den Umzug nach Potsdam. Weil in West-Berlin war es immer so, dass die wütenden Frauen hinkamen, der hat mich verlassen, Zweitfrau und so weiter. Holen Sie raus, was geht, der soll bluten. Das war ihre Strategie, war sie spezialisiert, konnte sie hervorragend. Sie sagt, jetzt kommt sie nach Potsdam und jetzt kommen die Frauen hin, alles Ossis, und sagen, dieser Typ, abgehauen, Zweitfrau, ich will den nie wieder sehen, Scheidung so schnell wie möglich, will von dem nichts hören, kein Pfennig, kein gar nichts, der soll weg. Ihre ganze Erfahrung nutzte nichts mehr, ja. Aber das sagt sehr viel über das, wie Traditionen im Osten durch diese wirtschaftliche Unabhängigkeit waren. Selbst wenn die eventuell einen sicher kleineren, wegen den geringeren Gehaltsunterschieden, kleineren Anspruch gehabt hätten, die wollten den nicht. Mhm. Die wollten wirtschaftlich unabhängig sein und die Freiheit auch haben. Ja. Frau Stöcker-Safari, irgendwie liegt es mir jetzt dann doch auf der Seele zu fragen, wenn dann, ist eine westdeutsche Familie, ist das dann binational schon? Ich weiß, jetzt lachen wieder alle über mich mit den Schubladen, aber es sind doch sehr starke Prägungen. Ja, also wir begreifen den Begriff auch wirklich weit und das ist, also der Begriff fasst sowieso nicht mehr das, was wir eigentlich heute an Familienkonstellationen haben und auch an Zusammensetzungen haben. Wir sind auch ein bisschen unglücklich selber über den Begriff, sage ich jetzt auch. Haben Sie denn einen anderen, den könnten wir jetzt gleich etablieren? Ja, wir arbeiten oftmals so mit dem Begriff global oder globalisierte Familien. Unsere Familien zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach in einem Netzwerk agieren, in einem familiären Netzwerk, was sozusagen weltumspannend ist. Ne? Aber direkt auf die Frage zu antworten, ja, wir haben das schon unter diesem Gesichtspunkt durchaus auch gesehen und betrachtet. Und da denke ich, da kommen ja durchaus unterschiedliche historische gewachsene Wertigkeiten und Dinge mit rein, die sich nicht groß unterscheiden zwischen denen, ob jetzt jemand aus der Türkei oder aus Marokko oder zugewandert ist oder einfach nur Mauerfall war. Jetzt ist es ja nicht nur kompliziert mit den
globalen Familien, wie nennen Sie das, mit den globalen Familien. Es ist ja schon kompliziert genug, innerhalb eines Landes Möglichkeiten zu schaffen, wie Menschen Familie leben wollen. Aber wenn jetzt die Menschen noch mit ihren anderen kulturellen Prägungen kommen, dann wird es gleich noch komplizierter. Was ist Ihre Erfahrung? Welche Modelle zum Beispiel zum Thema Kinderbetreuung werden ganz gerne gesehen? Welche Modelle interessieren die Leute eigentlich nicht so sehr? Die Ein-Wochen-Kita, wie hieß es nochmal? Die Wochenkrippe. Wäre das etwas, was viele... Wie bitte? Die Wochengrippe. Die, glaube ich, will niemand haben, global. Die Wochengrippe. Wäre das was aus Ihrem Alltag, wo Leute sagen, ah ja, das würde uns schon helfen. Wir arbeiten zum Beispiel oft in irgendwelchen Nachtschichten. Nicht wirklich, muss ich mal so sagen. Aber was mir bei den, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, was mir schon bei der Beschreibung und der Darstellung eben durch den Kopf gegangen ist, ist, dass natürlich auch binationale, bikulturelle, interkulturell lebende Familien nicht abgehoben von den Systemen leben, die sie vor Ort vorfinden oder die sie halt im Westen oder Osten vorfinden. Und von daher betrifft die Ausführung, die wir jetzt gerade gehört haben, unsere familiären Konstellationen natürlich erstmal genauso. Und dann gibt es innerhalb der Konstellationen durchaus natürlich Unterschiede. Also was mir spontan durch den Kopf geht, ist beispielsweise, dass die Konstellationen, gerade wenn der Mann, der Ehemann zugewandert ist und oftmals den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht nur zeitnah, sondern sehr schwer hinbekommt aufgrund von nicht anerkannten Abschlüssen, aufgrund von Maßnahmen, die sich daran anschließen, aufgrund von deutschen Sprachkenntnissen, die halt mit Akzent gesprochen werden, wo man dann meistens unterstellt, wer mit Akzent spricht, der denkt vielleicht auch mit Akzent, also das heißt nicht strukturiert und irgendwie nicht passend für unser Unternehmen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, da ist ein Rattenschwanz, der sich nachzieht. Das macht man sich oftmals überhaupt gar keinen Begriff, wenn man das nicht kennt. Das heißt, da sind es die Frauen, die ganz, ganz oft Alleinverdiener sind, über viele, viele Jahre und sozusagen beides zu handeln haben und dann halt mit dem, was Sie ja eben schon mal, Frau Jarasch, ausgeführt haben, halt auch konfrontiert sind in einer Umgebung, das Leben, in der das vielleicht nicht unbedingt angesehen ist. Wo es dann halt heißt, ja, wie fütterst du deinen Mann durch? Kann er nicht arbeiten gehen? Wieso findet der keinen Job? Kann ja wohl irgendwie nicht angehen. Das heißt, es wird da ganz schnell unterstellt, der will nicht. Der lässt sich aushalten. Und da sind wir wieder bei diesem Bild, aha, naja, der hat sich halt eine gesucht, dumm genug, dass sie halt das so finanziert. Aber das sind die Rahmenbedingungen, die da einfach mit eine Rolle spielen. Ja? So, also bei diesen Konstellationen haben wir es oftmals ganz, ganz schwer. Das heißt, weil diese Familie muss ja im Prinzip auch noch mit den Dingen umgehen, was macht das denn mit dem Ehemann, nicht für seine Familie sorgen zu können. Ne? Das heißt, sie kommen auch, wenn sie noch dazu aus etwas, aus Ländern kommen, in denen es ganz klar ist, der Mann hat einen Beitrag oder hat den Beitrag dazu zu leisten und jetzt kann er eigentlich gar nichts tun, außer auf die Kinder aufpassen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, dann muss die Familie, dann muss dieses Paar mit all diesen Kränkungen, Verletzungen und auch Dequalifizierungen umgehen. Und wir wissen alle, wer eine Weile aus dem Job draußen war, der braucht Maßnahmen, um wieder reinzukommen. Und wenn sie dann noch was gelernt haben, was nicht hier gut andocken kann oder andockt oder wie auch immer, dann haben sie, dann erhöht das sozusagen die Schwierigkeit. Und das ist etwas, womit die Paare oftmals allein sind. Gut, dann kommen sie halt zu uns, sind sie nicht mehr so ganz allein, aber wir sind ja auch nicht flächendeckend vorhanden. Aber das muss man sehen können, mit was die sich zusätzlich zu all den anderen Stress, den wir alle kennen, ja auch auseinandersetzen müssen. So, das ist das eine. Und ansonsten gibt es natürlich ganz viele auch Familien, die sagen, nein, wir
wir handhaben das lieber so, dass die Mutter halt bei den Kindern ist. Aber auch viele eingewanderte Familien, also sogenannte Familien mit Migrationshintergrund, da will die Frau arbeiten, aber findet keine Arbeit. Wenn Sie sich die Statistiken mal angucken, dann haben wir einen ganz, ganz hohen Prozentsatz von Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht in den Arbeitsmarkt einmünden, die überproportional oft geringfügig beschäftigt sind mit all den Auswirkungen, die daran gebunden sind. Die wollen arbeiten, wo es auch die Familien müssen auch arbeiten, weil sie oftmals auch, wenn sie in den Städten sind, auch nicht um die Runde kommen. Ja? Also sie brauchen oftmals halt auch ein zweites Gehalt, das muss man auch sagen. Heiratsmigrationsstudie einfach nochmal so in die Menge geworfen, was es BAMF erstellt hat vor ein paar Jahren. Da haben wir einen Zuzug von beispielsweise indischen Ehefrauen, die hochqualifiziert sind. Die münden nicht im Arbeitsmarkt. Also all das muss man sich einfach mal vorstellen, was da an Ressourcen in diesem Land verschleudert werden. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Familien so traditionell sind und auch lieber in der Familie sind und irgendwie nicht arbeiten gehen wollen. Nein, viele kommen wirklich auch selber aus eigenen Familien, in denen das ganz normal war, dass halt auch die Frau arbeiten gegangen ist. Und die kennen das auch und wollen das ja auch hier und haben ja oftmals die Vorstellung, jetzt komme ich nach Westeuropa und da ist das doch gut und dann geht es auch und müssen einfach eine ganz, ganz bittere Erfahrung machen. Was viele dabei halt auch nochmal ausmacht, ist, dass sie sehr stark im familiären Kontext denken. Und sich halt auch im familiären Kontext unterstützen und weiterhelfen. Ich glaube, das ist so der Punkt, der mich eben so verleitet hatte, auch zu sagen, naja, eher nicht auf diese Wochen hinzuweisen. Und die Familie fehlt da natürlich. Und deshalb haben sie auch bestimmte Ansprüche an Einrichtungen. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Frau Jarasch, Sie haben die ganze Zeit genickt und ja, was sagen Sie dazu? Erstens habe ich einige Freundinnen, die genau das erlebt haben und die Ehen sind ehrlich gesagt auch oft daran gescheitert, weil einfach, deswegen habe ich gerade, das war ein sehr persönliches Nicken, oh. Weil das, ich glaube, vor allem für den Mann schwer auszuhalten ist, die Rolle, in der er auf die er dann hier plötzlich reduziert ist, sozusagen unfreiwillig, so aus systemischen Gründen, wie Sie es ausgeführt haben. Und das Zweite, was ich gerade überlegt habe, ist, ich mache auch viel Integrationspolitik und ich habe die noch nie so stark unter dem Familienaspekt, also unter dem Aspekt der Paare und ihrer Kinder jetzt ganz gezielt nochmal angeschaut. Und ich glaube, das ist ein Fehler, es ist mir gerade aufgefallen, dass man das noch stärker, wenn man so denkt an viele Dinge, denn es stimmt schon, wir stellen fest, die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ist schleppend, so, und dann ist die Frage, woran liegt das und wollen wir jetzt natürlich gerade wir Grünen auch schnell ändern und dann klar, dann kommt man auf fehlende also auf offizielle Zertifikate, also auf anerkannte Berufsabschlüsse. Die Leute kommen mit Kompetenzen, aber nicht nachweisbar oft. Und dann sind wir aber auch schon sehr schnell bei kulturellen Hürden. Oder wir vermuten, dass es kulturelle Hürden sind, dass Frauen zum Beispiel aus den Kulturkreisen ihre Kinder eben nicht abgeben wollen oder ihre Männer. Das ist Unsinn. Deswegen, das ist ja, Unsinn. Ich sag das bewusst. Sie brauchen sich gar nicht aufregen, sondern oder gerne. Aber ist doch ein Streitgespräch, oder? Genau, ja. Deswegen werfe ich es doch hier rein. Ich suche immer die Provokation. Nein, ich sage das aber gerade eher selbstkritisch, weil auch wir sind, glaube ich, dann schnell bei der Überlegung, ist es eine kulturelle Hürde oder nehmen das an? Oder lassen die Männer vielleicht ihre Frauen nicht arbeiten, weil sie patriarchalisch aufgewachsen sind? So. Und deswegen fand ich diesen systemischen Blick, den Blick auf die Strukturen, den wir ja, wenn es uns um uns selber geht, sehr gut kennen. So, fehlende Betreuungsplätze sind eben ein Problem für Berufstätigkeit, das kennen wir ja alle. Deswegen finde ich das sehr gut, den hier einzutragen. So, aber jetzt dürfen Sie sich aufregen. Nein, wollen Sie sich aufregen? Also nur mal ganz kurz, das ist ja nichts Neues. Also Sie haben ja jetzt eben gerade wieder gesagt, wir wollen ja, dass die Geflüchteten schnell in den Arbeitsmarkt kommen. Wir haben Zuwanderung nach Deutschland seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren. Da hat kein Mensch darüber nachgedacht, die vielleicht irgendwie ein bisschen stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder einfach Hürden, die es offenkundig gibt, anzugehen. Im Prinzip sind wir der jetzigen Situation relativ dankbar,
weil durch die Anzahl der Geflüchteten, die wir in den letzten 2 Jahren haben, dieses Thema offensichtlich aus einer Nische rauskommt und irgendwie genauer geguckt wird. Aber, und das geht nicht nur uns jetzt als Organisation so, sondern das geht vielen anderen aus der Szene so, die sich seit Jahrzehnten mit Migration, Integration und Zuwanderung und so weiter beschäftigen, dass die dermaßen erstaunt sind darüber, auf was für Dinge man jetzt kommt, die man in den 80er Jahren schon gedacht hat. Also wir waren eigentlich in der Diskussion weiter an vielen Stellen, als es heute sich anfühlt. Und an vielen Stellen werden irgendwelche Dinge irgendwie überlegt, wo man sich vorstellt, also hallo, hätte da auch schon mal nicht nur früher, sondern einfach mal früher hinhören müssen, was gesagt wurde. Wir machen aber auch heute, glaube ich, noch ganz viele Fehler, weil wir da auch vorauseilende Dinge uns entweder, glaube ich, zu viel darauf einstellen, auf jeden Fall nicht genug versuchen, das, was wir eigentlich, ne, heute würde man wahrscheinlich Begriff Leitkultur dafür verwenden, auf den stehe ich aber nicht besonders, aber dass wir versuchen, unsere Werte auch im Alltag zu leben. Und ich mache viel mit Geflüchteten und dann finde ich das halt schon ziemlich daneben, wenn zum Beispiel Hartz IV nur an den Mann ausgezahlt wird für Frau und alle Kinder und ich mitbekomme, dass bei Frau und Kindern nichts davon ankommt, weil Papa das für sich alleine behält. Warum sagt man nicht von Anfang an, jeder legt euch ein Konto an, da ist die Sparkasse und fördert schon mal, dass eine Frau auch Zugang zu ihrem Anspruch an Geld hat. In dem gleichen Jobcenter wurde auch die Frau gefragt, erst der Mann und dann die Frau, was sie für berufliche Vorstellungen hat, ob sie was sich qualifizieren möchte, Berufswünsche, was sie gemacht hat. Der Mann macht die Klappe auf und sagt, nein, hat sie nicht. Und das lässt sich die Frau im Jobcenter gefallen und hakt das Thema ab. Okay, dann hat sie halt keine Wünsche und dann hat sie keine. Wieso sage ich dem nicht, ein bisschen höflicher, halt die Klappe, ich habe die Frau gefragt. Und warte darauf, dass die Frau darauf was antwortet. Oder ich führe gleich ein Gespräch mit ihr alleine. Seit wann akzeptieren wir, dass ein Mann für die Frau Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft trifft? Ich dachte, seit 1978 ist es gegessen. War es offensichtlich nicht. Und da tragen wir eine Mitverantwortung, da auch bestimmte Dinge zu erleichtern, die wir bestimmt nicht in allen Jobcentern, ja, aber in diesem, in manchen, das einfach nicht ausreichend tun. Da geben Sie gleich das Stichwort für das nächste heiße Eisen. Im Anschluss an unser Streitgespräch, das jetzt hier total schon auf der Zielgeraden angelangt ist, gibt es nämlich den Impulsvortrag Share Fair, Männer als Akteure und Adressaten in der Gleichstellungspolitik. Bevor wir jetzt aber uns total abgewürgt fühlen, würde ich doch gerne noch eine letzte Runde an meine drei Frauen hier auf dem Podium haben, und zwar Forderungen konkret. Frau Stöcker-Safari, wo muss ein Hebel angesetzt werden, damit Familien mit Einwanderungsgeschichte, so nenne ich das jetzt mal, es künftig besser haben in Deutschland? Was würde Ihnen einfallen? Naja, es fallen mir 3 Punkte im Prinzip dazu ein. Der eine ist, rechtliche Rahmenbedingungen müssen überprüft werden, weil es kann nicht angehen, dass beispielsweise auch noch heute Menschen staatlich sozusagen gezwungen werden zu heiraten, obwohl sie sich vielleicht eine andere Lebensform vorgestellt haben, nur damit sie zusammenleben können. Oder dass die eheliche Lebensgemeinschaft an den Aufenthalt gebunden ist, beziehungsweise der Aufenthalt an die eheliche Lebensgemeinschaft, so ist es, glaube ich, besser. Sowas beispielsweise, das lässt sich fortsetzen, aber nur, dass sie so eine Idee haben, was ich damit meine. Das heißt, das Aufenthaltsrecht ist sehr stark darauf gerichtet, jemand kommt hier an und bleibt hier für immer und ewig. Das heißt, Mobilität hat da auch keinen Spielraum. Also das muss überprüft werden. Das andere ist, wenn ich von vielfältiger Gesellschaft und von vielfältigen Familienformen spreche, dann ist es auch ganz klar, ich muss alles, was mit Diskriminierung und Rassismus zu tun hat, das muss ich in den Blick nehmen. Ich muss auf allen Ebenen sozusagen Zugänge überprüfen und halt auch identifizieren, wo da Hürden sind. Und für Abhilfe schaffen. Und ja, und dann ist es noch ein anderer Punkt, weil wir haben es mit mehrsprachigen Familien zu tun. Und ein Grund, warum Familien oftmals halt auch Kindergärten ungern in Anspruch nehmen, ist,
weil sie sich dort nicht wiederfinden. Also weil beispielsweise ihre Sprache nicht wertgeschätzt wird, sondern immer nur die Kinder nur darauf reduziert werden, spricht noch nicht gut Deutsch oder kann nicht Deutsch sprechen. Und wenn wir im allgemeinen Kontext von Sprachkenntnissen reden, sind immer deutsche Sprachkenntnisse gemeint. Es ignoriert, dass diese Kinder bereits eine und manchmal sogar mehrere Sprachen können oder zumindest passiv verstehen können. Also da auch wieder Reduktion bis zum geht nicht mehr. Also da stärker die Ressourcen sehen. Thema Mehrsprachigkeit. Vielen Dank, Frau Jarasch. Unser Forum heißt ja Bio-Westdeutsch und mittelschichtsorientiert. Jetzt wäre meine Frage, wie schaffen wir es denn, dass Familienpolitik kein Mittelschichtsgoodie ist, wie es ja manchen vorkommt, sondern dass es für alle eine Unterstützung ist? Haben Sie eine gute Idee in diese Richtung? Familienpolitik insgesamt? Ja. Ja, die Kommission hat ja nicht umsonst gearbeitet. Hurra! Aber darf ich gerade da noch mal was sagen, gerade weil die Kommission ja nicht umsonst gearbeitet hat, aber Vielfalt findet keinen Einblick. Ja, wir sitzen doch Sie jetzt bei uns. Ja, also genau. Müssen. Ja. Und dann frage ich Ihnen auch noch mal was off the records. Immerhin, dann komme ich zu Ihrer Frage. Das immerhin beginnen wir jetzt hier in Berlin, da freue ich mich tatsächlich sehr drüber, weil Sie haben ja auch recht, dass ganz vieles, was wir jetzt unter dem Gesichtspunkt Geflüchtete diskutieren, natürlich ganz viel andere Menschen auch noch genauso angeht und auch anderen helfen würde. Wir wollen jetzt sehr viel mehr Mehrsprachigkeit an Schulen fördern, und zwar auch konkret, indem zum Beispiel als Fremdsprache, als Prüfungssprache anerkannt wird und eben auch nicht-europäische Herkunftssprachen. Okay. Nein, genau. Nicht-europäische Herkunftssprachen, genau damit das, was diese Kinder mitbringen, endlich mal als ein Schatz und Vorteil auch erkannt wird und sie nicht immer zu hören kriegen, dass sie doch jetzt erstmal gut Deutsch lernen sollen. Das müssen sie, aber dass das, was sie zusätzlich mitbringen, als ein Reichtum erkannt wird. Das wollte ich nur zu Ihrer Beruhigung. Manche Dinge ändern sich ja auch im Guten. Mittelschichtsförderung ist tatsächlich, also Sie haben es sicher heute Vormittag, ich konnte leider nicht dabei sein, in der Hinsicht schon viel diskutiert, deswegen mache ich das jetzt kurz. Das ist die westdeutsche Familienpolitik, muss man sagen, war das, glaube ich, zumindest in ihren Konsequenzen, vielleicht nicht mal in ihrer Absicht, aber in ihrer Konsequenz, durch Ehegattensplitting, durch den Unterschied von Kindergeld und Kinderfreibetrag und der bekanntlich höhere Einkommen besser besteuert, in vieler, und weil man das Zuhausebleiben der Ehefrau sich ja auch leisten können muss. Also in vieler Hinsicht ist es eine Mittelschichtsförderung gewesen, das würde ich sagen, ausgehend von einem bestimmten Gesellschafts- und Familien- und Rollenbild eben auch, Geschlechterrollenbild. Und ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, der eine Punkt ist Thema Alleinerziehende. Das merkt man ja auch hier in Berlin sehr stark, dass das so ein Armutsrisiko sein ist im Moment. Das müssen wir dringend ändern. Da gibt es Vorschläge aus der Kommission, die gehen tatsächlich in Richtung Ostdeutschland, das muss man ja sagen. Also Unterhaltsvorschuss auf jeden Fall zahlen und nicht zeitlich begrenzen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Und wir wollen ja in Richtung einer Kindergrundsicherung, ich mache es jetzt mal ganz einfach, die im Grunde Schluss damit machen würde, dass die schon mehr verdienen, auch noch mehr obendrauf bekommen. Und wir haben aber gesagt, Fokus erstmal auf Kinderarmut. Also erstmal Fokus der Gelder ist Priorität, hat erstmal Kinderarmut bekämpfen, aber generell ist unser Ziel auf jeden Fall Kindergrundsicherung. Und das ist in Verbindung mit einer Reform des Ehegattensplittings. Das will ich jetzt alles gar nicht ausführen, weil ich sicher bin, dass hier schon drüber diskutiert worden ist. Aber das würde natürlich auch bedeuten, weg von dem Fokus Mittelschichtsförderung ein Stück weit. Und damit wird es tatsächlich auch zu einer sozialen und Gerechtigkeitsfrage. So, und bessere Institutionen, das muss man zuletzt sagen. Deswegen machen wir natürlich auch wir wollen wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen für Schulen, für Ganztagsschulen, für Kita-Ausbau und schwierigere Frage, wo kriegen wir die Erzieherinnen her? So, das werden wir jetzt hier nicht mehr diskutieren, aber ich wollte nur sagen, das alles kostet natürlich auch Geld, aber gerade Leute mit wenig Geld brauchen gute Institutionen, damit ihre Kinder überhaupt eine Chance haben. So. Vielen Dank, Frau Jarasch. Die letzten 2 Minuten gehören Anke Domscheit-Berg. Was muss auf die To-Do-Liste der deutschen Familienpolitik, damit das ostdeutsche Auge nicht mehr unter Blindheit steht? Wir sind ja vielleicht auf dem ostdeutschen Auge zu lange blind gewesen. Ja, was mich halt sehr nervt, ist, dass man eigentlich gar nicht genau guckt, was denn wie, wann und auf welche Art und Weise im Osten gewesen ist, weil es halt pauschal, da sind wir bei Schublade, die Schublade Diktatur gibt und alles, was da drin liegt, ist doof.
Deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen gesagt, weil ich ja seit 25 Jahren über bestimmte Dinge rede und mindestens 20 Jahre lang davon immer als ersten Satz geantwortet kriegt da aber die Mauertoten und ich bin es halt echt leid. Also wenn wir irgendwann da mal ein bisschen differenzierter darüber reden können, ohne dass man das immer dazu sagen muss, dann wäre mir da sehr viel dran gelegen. Denn es geht ja gar nicht darum, ein ganzes System zu etablieren, nur weil man einen bestimmten Mechanismus da drin in Ordnung fand. Der hat ja unter Umständen gar nichts damit zu tun. Aber nein, wir gucken für die Schulausbildung nach Finnland, dabei haben sie die in der DDR abgeguckt, die Finnen. Wir gucken wegen Kinderbetreuung und Vereinbarkeit nach Frankreich, dabei bräuchten wir doch auch bloß, weil sich nach Brandenburg gucken. Also das würde ich mir wünschen, dass wir das neutraler tun können. Deswegen habe ich sehr gerne dieses Papier geschrieben, wo halt viele Dinge drinstehen, wo ich, wenn ich mit Leuten drüber rede, feststelle, die wissen das alle gar nicht. Also das Wissen darüber ist halt nicht verbreitet. Und vielleicht noch eine einzige Ergänzung, die sei mir gegönnt, zu der Frage vorher. Was auch kein Schwein weiß, dass das Ehegattensplitting ist von der Familienpolitik ja der dickste Batzen. Das sind 20 Milliarden Euro jedes Jahr. 93% davon sind Transfers an westdeutsche Familien. Der Solidarzuschlag sind 14 Milliarden. Weniger Geld fließt an Aufbau Ost als jedes Jahr über Ehegattensplitting an westdeutsche Ehen, die ganz oft nicht mal Kinder haben. Ah ja, ja, das heißt noch nicht mal Aufbau West. Ja, da sind wir nämlich westdeutsch und Mittelschicht trifft es da halt wirklich echt gut. Und ich finde, über solche Dinge muss man sich auch bewusst werden. Möchte man einen solchen massiven Mitteltransfer von einer eigentlich ärmeren Gegend in eine reichere Gegend, um dort viele Familien zu fördern mit besonders hohen Einkommensunterschieden zwischen den Eltern oder die noch nicht mal Eltern sind, weil sie nicht mal Kinder haben. Also das ist Familienpolitik, da fasst sich die Ossi an die Stirn. Hm. Vielen Dank, die Ossi. Vielen Dank für dieses tolle Podium. Weiter geht's mit Dare to Share in wenigen Minuten an dieser Stelle.